Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Beauty-Favoriten im Monat Juli. Ich habe 5 Produkte für euch aus dem Pflegebereich, aus dem dekorativen Kosmetikbereich und aus dem Naturkosmetikbereich, die ich im Juli ganz besonders gerne benutzt habe und die ich natürlich heute mit euch teilen möchte. Welche 5 Produkte das sind, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Das erste Produkt, das ich in meinen Beauty-Favoriten für den Monat Juli mit euch teilen möchte, ist aus dem Bereich dekorativer Kosmetik, speziell aus dem Bereich High-End-Kosmetik und ist die Dip Brow Promenade von Anastasia Beverly Hills. Sie kommen in so einem kleinen Pöttchen, in dem 40 Gramm enthalten sind und kostet, glaube ich, um die 25 Euro. Ich finde, das Produkt hat auf jeden Fall ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ich habe mir das vor über einem halben Jahr gekauft. Und wie ihr sehen könnt, es ist noch relativ voll. Die Augenbrauen sehen einfach sehr natürlich aus, richtig weich gezeichnet. Man sieht auch noch die einzelnen Härchen. Ihr habt auf jeden Fall ein sehr natürliches Ergebnis. Die Farbe ist Ash Brown, was ich als ein kühles Dunkelbraun bezeichnen würde. Zur Anwendung, ich nehme etwas von diesem Produkt auf, gebe es auf meinen Handrücken, streiche es mit einem Eyeliner-Pinsel ab und male dann wirklich gezielt meine Härchen nach und ich kann jeden, der dünne Augenbrauen hat und sie verdicken möchte, dieses Produkt nur ans Herz legen. Das zweite Produkt, das ich euch heute vorstellen möchte, ist die Sebamed 2-in-1 Sportdusche für Haut und Haar. Sie ist eine vitalisierend erfrischende Pflege, vor allem für Leute, die viel Sport machen. Ich persönlich gehe 6-mal die Woche zum Sport. Einerseits gehe ich laufen, andererseits gehe ich ins Fitnessstudio und da ist so eine Sportdusche auf jeden Fall sehr praktisch. Ich finde auch den Geruch sehr angenehm. Natürlich ist er wahrscheinlich nicht für jedermann was, also er ist sehr minzig, sehr frisch, erinnert mich an einen Sommerurlaub am Strand. Es riecht wirklich wie eine Meeresbrise, also ich fühle mich fast, als wäre ich wieder auf Gran Canaria, wo ich ja Anfang des Jahres war. Ja, wenn ihr öfters zum Sport geht und nach einer Sportdusche sucht, nach einem 2-in-1 Produkt, zum Beispiel auch fürs Fitnessstudio, wenn ihr dort duschen geht, dann schaut euch dieses auf jeden Fall mal an. Ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist toll. Und weiter geht's mit meinen Beauty-Favoriten. Das dritte Produkt, das ich euch heute vorstellen möchte, ist die Reinigungsbutter von The Body Shop, also die Cleansing Butter mit Kamille. Das ist wirklich ein All-Time-Favorite von mir. Die habe ich mir mittlerweile zum dritten Mal nachgekauft und halt auch in so einem Pot. Das sind 90 Milliliter enthalten und die hat halt so eine weißliche, feste Konsistenz, was halt auch super ist für unterwegs, weil da kann nichts auslaufen. Sobald die Butter mit Körperwärme in Verbindung kommt, wird sie zu einer öligen Konsistenz. Das hat zum einen den Vorteil, dass ihr wenig von dem Produkt braucht und zum anderen könnt ihr halt wirklich sehr gut euer Make-up damit entfernen. Also das heißt, auch wasserfestes Make-up oder richtig deckende Foundations sind mit diesem Produkt kein Problem. Ich verwende die eigentlich immer, wenn ich mich geschminkt habe, um halt den groben Schmutz erstmal vom Gesicht zu bekommen und verfahre dann weiter mit meinem normalen Pflegeprogramm. Was mir an dem Produkt auch sehr gut gefällt, ist der Geruch. Es ist wirklich ein angenehm milder Geruch, der dezent im Hintergrund bleibt und nicht so aufdringlich ist. Und mittlerweile sind wir beim vorletzten Produkt meiner Beauty-Favoriten angekommen und das ist die Weleda Iris erfrischende Feuchtigkeitspflege für normale und Mischhaut. Diese Pflege verwende ich immer am Morgen. Sie spendet mir jede Menge Feuchtigkeit, zieht super schnell in die Haut ein und das Beste, sie hat wirklich eine erfrischende Wirkung. Also wenn man die aufträgt, ist es wirklich so, als würde man sich nochmal extra kaltes Wasser ins Gesicht geben und es ist wirklich sehr erfrischend am Morgen und macht wirklich diesen Wacheffekt. Was mir an dem Produkt noch besonders gut gefällt, ist, dass es meine Haut vor äußeren Umwelteinflüssen schützt und als Make-up-Grundlage geeignet ist. Also das ist für mich halt auch sehr wichtig, dass ich es unter meiner Foundation auftragen kann. Ja, schaut es euch mal an. Es ist ein super Produkt und für alle, die Mischhaut haben oder normale Haut, für den Sommer auf jeden Fall eine leichte Tagescreme, die eure Haut genügend Feuchtigkeit spendet und schnell einsieht. Das letzte Produkt, das ich euch heute vorstellen möchte, ist die Bare Minerals Original Foundation und der dazugehörige Buffer. Ich habe die Foundation in der Farbe Medium Beige N20 und das ist eine Mineralfoundation, das heißt, die kommt in Puderform daher. Man gibt etwas in den
Deckel und nimm das dann mit diesem Pinsel auf und gib das dann gleichmäßig auf das Gesicht. Das Gute an dieser Foundation, vor allem für den Sommer, ist, dass es sehr leicht auf der Haut liegt, ein natürliches Finish hinterlässt und dass die Haut atmen kann. Das ist mir persönlich im Sommer sehr wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, meine Haut würde quasi nicht mehr atmen können und würde ersticken und ich einfach nur noch schwitzen im Gesicht. Ja, wer ich Mischhaut hat, muss ich aber noch dazu sagen, dass ihr die Foundation entweder nochmal nachtragen müsst im Laufe des Tages oder sie zusätzlich abpudert, weil meine T-Zone fängt ungefähr nach 2 bis 3 Stunden definitiv an zu glänzen und ich komme halt mit diesem Produkt nicht aus, ohne es nachzupudern. Aber ansonsten ist es für mich ein stimmiges Produkt, doch nur mal schnell die Haut noch besser aussehen lassen möchte, dann ist dieses Produkt auf jeden Fall mal ein Test wert. Ja, und das war es jetzt schon wieder mit meinem Beauty-Favoriten aus dem Monat Juli. Verratet mir doch gerne, ob ihr das eine oder andere Produkt kennt, welche Produkte ihr ganz besonders gerne im Juli verwendet habt. Ich freue mich auf eure Meinungen und Kommentare und wünsche euch noch ganz viel Spaß und einen tollen Tag.